Hallo, hallo Freunde. Chinesischer Smartphone-Kunst. Ja, weil es nämlich heute um mein Smartphone geht. Um das Ligu M7, habe ich bereits geunboxed. Und jetzt ein paar Tage im täglichen Gebrauch gehabt. Was ist das Besondere an dem Telefon? Es kann telefonieren und es ist sehr smart. Ja? Man kann ins Internet gehen, man kann Radio hören, wenn man das möchte. Spaß beiseite. 70 Euro kostet es gerade, nicht eine Aktion, das ist so der Normalpreis. Und was ich echt beeindruckend fand bei dem Telefon ist, das werden wir uns auch gleich nochmal näher anschauen. Es sieht auf dem ersten aus, als wäre das aus Metall, ist es aber nicht. Das ist aus CEOs Plastik. Auch, das hatte ich im Unboxing ja bereits feststellen müssen. Und als ich es dann im Review, also in meinen täglichen Gebrauch genommen habe, habe ich wieder nach einen SIM-Schlitten gesucht, obwohl es natürlich keinen gibt. Man kann die Rückseite nämlich einfach abmachen, weil es aus Plastik ist. Ne? Weil das bei Plastikgehäusen meistens eine abnehmbare Rückseite ist. Es ist im Moment das bisher das am besten kopierte Aluminium-Unibody-Gehäuse ever. Oh, ich bekomme Nachrichten. Ja, es ist komplett eingerichtet. Und ich habe es jetzt, wie eben schon erwähnt, ein paar Tage in Benutzung gehabt. Und inwiefern sich das Gerät nun geschlagen hat, dazu kommen wir jetzt. Viel Spaß! Das Telefon ist schön und guter Preis für Technik. Gibst du mir Daumen hoch? Naja, gut, ein bisschen ausführlicher machen wir es dann wohl schon, wie anfänglich erwähnt. 70 Euro kostet das Gerät gerade. Und dafür bekommen wir ein 5,5 Zoll großes Gerät mit 1280x720 Pixel Bildschirmauflösung. Das entspricht, wie wir alle wissen, HD. Natürlich IPS, was uns eine gewisse Blickwinkelstabilität garantieren sollte. Außerdem haben wir 1 GB RAM, 16 GB Arbeitsspeicher. Ich meine natürlich Festspeicher, der erweiterbar ist. Im Inneren werkelt dann ein 6580A. Das Ganze wird befeuert von einem 3000 mAh Akku. Wir haben ein Plastikgehäuse, darauf gehen wir auch gleich näher noch ein. Vorne auf der Seite haben wir einen physischen Button. Darunter befindet sich außerdem ein Fingerabdruckscanner. Das ist doch ganz gut. Wunderbar. Wir haben natürlich Wi-Fi, GPS und Bluetooth. Ne? Dürfte klar sein. Android 7 läuft dann drauf, also schön aktuell. Und kameraseitig haben wir auf der Rückseite, also als Hauptkamera, eine Dual-Kamera mit 8 und 5 Megapixel. Auf der Vorderseite dann auch 5. Im Großen und Ganzen eigentlich nichts Spektakuläres, muss man auch sagen. Das heißt, die technischen Daten sind in dem Preisbereich, eben nichts Spektakuläres. Das sind Standarddaten. Aber nur, wenn wir es natürlich mit anderen China-Phones vergleichen. Wir reden jetzt natürlich nicht im Vergleich zu irgendwelchen Elektronik-Fachhandel-Telefonen, die da im sogenannten Sonderangebot zu haben sind. Und hier möchte ich euch dann auch gleich mal die wirklich gut gelungene Rückseite näher bringen. Denn ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich sehe hier einen Aluminium-Unibody. So von der Lichtreflexion zumindest, auch wie sich's anfühlt, denkt man erstmal, es ist einfach mal Metallgehäuse. Ist es aber nicht. Kurz demonstriert. Erstmal sehen wir schon mal, das hier ist so ein kleiner Schlitz. Und wenn wir den haben, abgesehen davon, dass natürlich auf den Seiten irgendwo hier ist die Lautstärkewippe und der Power-On-Taster, nur mal ganz kurz erwähnt, aber der SIM-Schlitten fehlt. Den habe ich ja, wie gesagt, erstmal verzweifelt gesucht. Auch nicht gefunden. Denn es ist eine abnehmbare Rückseite. Tada! Und dann sehen wir spätestens von innen, von der Innenseite, dass es sich hier wirklich um Plastik handelt. Aber es ist wirklich der beste Metall-Body-Fake, den ich bisher ever gesehen habe. Hier dafür aber die Slots recht gut erreichbar. Ja, wir brauchen keinen Pieker dafür, wir können das jederzeit auswechseln, wenn wir wollen. Außerdem kein Kombo-Schacht. Für viele ja wichtig. Nämlich für diejenigen, die Dual-SIM verwenden wollen, denn das haben wir hier natürlich, aber auch gleichzeitig eine TF-Karte, also eine Micro-SD-Karte zur Speichererweiterung des Festspeichers. Was ich gut finde und was wahrscheinlich auch diese Kopie, den Fake hier wirklich so perfekt macht, das sind hier oben die angedeuteten Trennlinien, wie man das zum Beispiel von Apple kennt. Hier mal kurz demonstriert, was ich meine. Hier bei Apple. Quatsch, beim iPhone, da sehen wir das hier oben. Das ist natürlich notwendig wegen den Antennen irgendwie Gedöns, Quatsch. Und das wurde von Ligu hier soweit ganz gut imitiert. Damit man... Oh, jetzt klingelt's, ich krieg ein Paket. Der Paketmann war da. Ich mag's, wenn der Paketmann kommt, ganz ehrlich. Da freue ich mich immer riesig.
Verdammt. Naja. Ziehen wir es durch. Wo waren wir stehen geblieben? Beim LEGO M7. Im Übrigen, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein extrem, extrem erotisches Teil. Aber kosten die 100 Euro, das LEGO ist ja nur ein bisschen günstiger. Und wir hatten das gerade verglichen. Klar, man merkt jetzt natürlich schon einen Unterschied jetzt in der Spiegelung. Aber trotzdem, ich habe ja auch noch ein anderes Gerät im ähnlichen Design. Und ich finde, das hat LEGO einfach top gemacht. Punkt ist aber, wenn man sich das jetzt so erstmal anschaut, es sieht nun mal auf den ersten Blick aus einfach wie ein Metall-Unibody. Aber es ist keiner. Und es ist meines Erachtens, auch schon wie mehrfach erwähnt, einfach der beste Fake, den ich bisher gesehen habe. Das Display ist natürlich keine Fake. Das ist ein, wie erwähntes, 5,5 Zoll HD IPS-Panel. Und das ist natürlich ganz wunderbar. Da verbauen die Chinesen im Moment eigentlich immer ganz fantastische Technik. Die Farbwiedergabe, die ist richtig gut. Wir sehen hier das Blau. Das Blau ist einfach blau. Ne? Blaues Licht, ja. Was tut es? Es leuchtet blau. Das ist im Übrigen nicht irgendein cooler Spruch aus dem Internet, ne? Nein, das ist tatsächlich aus dem Film Rambo. Könnt ihr euch reinziehen? Rambo 1. Da kommt genau der Spruch. Aber wir sind jetzt hier immer noch beim LEGO M7. Und wir können festhalten, das Display ist wirklich fantastisch. Das gilt auch für das, für den Touchscreen. Der hat eine sehr gute Reaktionsfähigkeit. Wir haben hier 2,5D-Glas. Das sorgt für abgerundete, sanfte Kanten. Und insgesamt bin ich mit dem Bildschirm hier wirklich sehr zufrieden. Bildwiedergabe, die Auflösung, HD auf 5,5. Ja, es geht schärfer, nämlich mit Full HD. Aber wäre natürlich hier in der Kombination überhaupt nicht machbar. Also in der Kombination mit dem SoC. Denn der beschert uns 23.809 Punkte im AnTuTu Benchmark. Und das ist ein Durchschnittswert für den von mir erwähnten 6580. 5 Punkte werden hier unterstützt von dem Touchscreen. Das finde ich vollkommen in Ordnung, weil ich noch nie mehr benötigt hätte. Ehrlich gesagt, selbst die 5 reiht sich nicht aus. Und hier sehen wir auch nochmal ein bisschen die technischen Daten. 1 GB Arbeitsspeicher hatten wir gesehen. Im Moment sind 380 noch frei. Obwohl hier einiges im Hintergrund bereits geöffnet ist. Multitasking, 16 GB hatten wir ja gesagt. Festspeicher, der natürlich auch weiter ist. Im Übrigen hier nochmal erwähnt, die 400 MP ist drin als Grafikeinheit. Aber das ist mittlerweile eigentlich bekannt. Hier nochmal kurz die Sensoren gezeigt, da haben wir einen Nähesensor, einen Lichtsensor. Wir haben den Gyroskop unkalibriert und natürlich Beschleunigung. Und der Lichtsensor sagt uns natürlich, dass wir adaptive Helligkeit einstellen können. Das habe ich auch gemacht, denn ich mag adaptive Helligkeit. Ist für mich kein Zwang, aber es ist natürlich irgendwo ein gewisser Komfort, wenn man das hier aktivieren kann. Mirror Vision ist im Übrigen auch drauf. Und da können wir uns, was ich übrigens hier auch gemacht habe, ihr seht, ich habe das hier schon auf manuell. Da können wir uns nicht die Farbsättigung. Da bin ich jetzt falsch. Wir müssen zur Farbtemperatur und da habe ich hier als kleinen Tipp für das M7 die Farbtemperatur ein wenig runtergenommen. Das sorgt dafür, dass das Farblicht ist dann wärmer. Ja, das ganze Display wird wärmer, warme Farben. Das heißt, der Blauanteil wird ein bisschen rausgefiltert, das Ganze wirkt ein bisschen gelblicher. Klingt jetzt ein bisschen scheiße erstmal, aber glaubt mir, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das so angenehm für die Augen, das wirkt einfach viel, viel sympathischer danach. Wenn, dann sollte nicht das Display blau sein, sondern man selber, weil das nämlich wesentlich unterhaltsamer ist und Probleme löst. Die Kamera, die liefert uns, Durchschnittsbilder. Was meine ich natürlich mit Durchschnitt? Durchschnitt in dem Preisbereich. Wir hatten ja gesagt, das Gerät kostet 70 Euro, also eher günstig. Zumal wir nicht vergessen dürfen, dass es ein 5,5 Zoll Gerät ist, also ein bisschen größer. Das ist ein Eagle und auch der Grund, warum ich gestern kein Video hochgeladen habe, denn der ist bei mir auf dem Hof rumgestrobert. Und zwar in dem Bereich, wo ich wusste, da kommt er nicht wieder raus, der Kleine. Und deshalb sah ich mich gezwungen, unter der Beobachtung meiner Katzen, die das gar nicht toll fanden, dass ich mich um ein anderes Tier bemühe, habe ich den Igel mit meiner Freundin zusammen gemerkt, gerettet. Das war nämlich ein ganz, ganz kleiner. Der wog nur 90 Gramm. Ein Jungigel. Der war ziemlich fertig gewesen. Da ist er rumgetorkelt. Und deshalb habe ich ihm was zu fressen gegeben. Katzenfutter wohlgemerkt. Was natürlich dann die Katzen entsprechend nicht so toll fanden. Und da hat er sich auch sofort drüber hergemacht. Obwohl es wirklich ein ganz junger Igel war, aber ich glaube, dem war vollkommen egal, den ich auch ein zerlegtes Wildschwein vorwerfen können. Das hätte der auch komplett verspeist, weil der echt ziemlich hungrig war. Deshalb ist er auch so rumgetorkelt, weil der eigentlich schon ziemlich schwach hat. War auch total gefroren, das war echt... Ach, der arme kleine Igel. So kalt war es eigentlich gar nicht gewesen, aber der war wahrscheinlich einfach mal schon ziemlich fertig. So, das ist ein... Es ist ein Affe. Pass auf, jetzt entdeckt er das Handy. Was ist denn das? Technik!
Technik. Tja, Fensterscheibe for the win. Pass auf, ich hab noch was Lustiges. Das war auch ein total geiles Vieh. Das sind kleine Mäuse. Oder kleine Hasen. Ach, irgendwelche Viecher halt. Ja, hier. Ah, ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Passt auf, hier das Rote. Ah, nee, hier, genau da. Ich hab vergessen, wie das Ding heißt. Roter irgendwas. Koala? Hier wieder spielt? Jetzt wird er aber von den Vieh verjagt, von dem Vogel, der den voll fertig macht. Kamera, wow. Also ihr seht, auch das Mikrofon ist echt nicht schlecht. So für Videos, da kann man schon halt gut ein paar Bule machen. Ne? Die Lautsprecher sind ja auch recht kräftig. Ein bisschen Tiefenunschärfe hier, ein bisschen rumgespielt. Ja, seht ihr, der Hintergrund ist dann so unscharf, der Vordergrund halt scharf. Ihr könnt auf den Hintergrund tippen, dann wird der scharf gestellt, dann wäre der Vordergrund unscharf. Da kann man schon ein bisschen rumspielen. Hier auch, das ist genau das Gleiche, ja. Hier habe ich eben, das Land fotografiert. Aber da hat er den Himmel komplett überblendet. Und wenn man auf den Himmel tippt und sagt, jetzt will ich auch den scharf stellen, dann macht er genau das hier. Und das ist halt bei den niedrigpreisigen Kameras echt manchmal ein Problem. Beziehungsweise bei den schlechten, muss man ja irgendwo sagen. Denn die kommen damit nicht klar. Helle Stellen, die werden völlig überblendet oder werden halt zu krass abgedunkelt. Dann der Rest, also die dunklen Stellen werden halt zu krass abgedunkelt. Aber dass er es dann gleichmäßig hinbekommt, das geht dann nicht. Genauso dann kommt halt sowas hierbei rum, ja. Dass es dann alles so stark abgedunkelt wird, dass man die hellen Stellen zwar dann sehen kann und die dann Details haben und Kontraste, aber der Rest dann so abgedunkelt wird, dass man das gar nicht mehr sieht. Aber ich will mich jetzt nicht zu sehr beschweren. Ihr seht, man kann ja schon einigermaßen Fotos machen, weil man erkennt, was drauf ist. Aber nicht überdurchschnittlich in dem Preisbereich. Und die Frontkamera, die würde ich auch als Standard bezeichnen für Skype oder sowas. Ist das schon okay? Ich zeige euch jetzt noch die Fotos. In groß, da könnt ihr euch ja einfach einen Überblick über die Kamera verschaffen. Die Lautsprecher sind ganz vernünftig. Ist natürlich Mono. Ja, und das Spiel sieht auch ganz okay aus. Es ist halt natürlich in 720p dargestellt, ja, weil das Display ja keine höhere Auflösung unterstützt. Das, ja, ihr seht ja, wie es aussieht. Aber zumindest läuft es flüssig und das ist ja das Wichtigste. Ja, deshalb sage ich ja, wäre das Display höher auflösender, könnten wir sowas hier zum Beispiel gar nicht zocken. Die nächste Auflösungsstufe wäre ja Full HD in dem Falle. So, ich würde ja eigentlich Most Wanted spielen, denn es macht mir irgendwie ein bisschen mehr Laune. Aber das ging nicht. Der kann nicht mit den Servern connecten, das bekomme ich jetzt immer öfter. Der will am Anfang ja logischerweise nochmal so ein Gig aus dem Netz ziehen, also Gigabyte. Und nee, geht nicht. Serverfehler. Ich soll mich an den Kundendienst wenden. Genau, da habe ich jetzt richtig Lust. Außerdem soll ich ja den Wagen nicht zerkratzen, was natürlich geradezu eine Aufforderung ist, eben genau dies zu tun. Ah, verdammt, stimmt. Man darf die Rampe nicht nehmen, sonst springt man über die Polizeiwagen nämlich drüber. Bam! Stirb! Ja, da, so habe ich mir das vorgestellt. Den nehmen wir auch noch mit. Los, gib Gas, blöder Mustang. Komm, du Trabant-Nachfolger. Okay, gut, es reicht langsam. Wir wollten ja eigentlich nur kurz das Spiel testen. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Multitasking. Ab in den Multitasker. Und wie gesagt, ich habe hier euch so schon einiges offen. Und trotzdem hat er das Spiel recht vernünftig dargestellt. Ne? Und immer wieder rein. Und was sagt er? Was sagt er? Und das startet neu. Das ist mir schon mal aufgefallen. Das ist mir aufgefallen beim Boat-Browser. Es ist nicht in jedem Programm so, bei vielen anderen merkt er sich das. Aber beim Boat-Browser zum Beispiel ist das auch so. Wenn ich jetzt den aufmache und direkt schließe, okay, gut, da bleiben die Tabs erhalten. Aber nach ein paar Minuten löscht er das alles. Da wären wir euch auch mal beim Punkt Performance. Ich habe ja vorhin euch nur die AnTuTu-Punkte gezeigt. Ach, übrigens für den es interessiert.
Hier noch die Geekbench-Punkte, 412 und 1177. Es läuft performant, muss ich sagen. Ich habe ja mal gesagt, hier ein Geek, 8 Geek, gut, wir haben hier einen Geek, 16 Geek und den 6580. Das ist für Android 7 meiner Erfahrung nach immer ein bisschen knapp. Und es kommt dann zu Rucklern, Lags, auch längeren Lags gerne mal, vor allem, wenn wir ein paar mehr Tabs offen haben oder ein paar mehr Programme geöffnet haben. Aber ich sag, bei dem läuft es echt erstaunlich performant. Da war ich ein bisschen überrascht. Das GPS funktioniert ganz gut, aber ich muss sagen, mittlerweile. Beim ersten Mal hat er ewig gebraucht. Also mit ewig meine ich schon 2 Minuten, bis er einen Fix hatte und dann auch recht ungenau, bloß bei 10 Metern. Und auch wenn man das einmal drin hat, dann ging es recht schnell. Hat er in 5 Sekunden mir hier einen 3D-Fix gezeigt und auch eine Genauigkeit von 3 Meter, dann nochmal 10 Sekunden später. Das ist dann echt ein guter Wert. Aber am Anfang dachte ich wirklich so, oh, WTF geht das überhaupt, das GPS? Na, aber hat mich dann doch nicht enttäuscht. Im Speedtest, also die Geschwindigkeitsmessung des WLANs, 21 Megabit pro Sekunde, das ist okay. Also ist okay, das ist ein guter Wert. Blauzahn, oder für die, die den Witz nicht verstehen, Bluetooth funktioniert auch einwandfrei, habe ich unter anderem mit meiner Smartwatch hier verbunden oder auch mit der Bluetooth-Box, das funktioniert ganz gut. Also testen wir erstmal den Fingerabdruckscanner. Ihr seht, die Geschwindigkeit ist in dem Preisbereich typisch, ja, oh, 1,5 Sekunden. Und die Zuverlässigkeit, würde ich sagen, liegt bei 100%. Aber ich habe wie immer meinen Daumen hier ungefähr 3-mal, das heißt ungefähr, es ist ja durchaus überschaubar, die Zahl. Ich habe meinen Daumen 3-mal eingescannt. Ist besser so. Da hat er den dann wirklich 3-mal gespeichert. Der Akku hält locker einen Tag. Abends bin ich bei durchschnittlicher bis Power-User-mäßiger Nutzung bei 40%. Das heißt, die kommen am nächsten Tag noch ungefähr bis Mittag. Dann ist Schluss. Fazit. Es ist ein tolles Telefon. Es lief im Übrigen auch alles stabil. Nur bei Most Wanted hatte ich halt das Problem, dass er den Content nicht runterladen wollte. Aber ihr seht, ich habe ja alle Apps installiert. Ich habe meinen Browser, meinen eigenen, den ich sehr mag. Ich habe WhatsApp, Ymail und YouTube Player natürlich. Funktioniert auch ganz fantastisch. Der Play Store ist selbstverständlich drauf. 1&1 Mail. Hier eben dann Need for Speed No Limits, meine Testprogramme. Und ja, was soll man sagen? Läuft stabil. Ne? Es läuft auch sehr performant. Ich bin damit zufrieden. Also für die Leistung, die technischen Daten, die das Gerät bietet, läuft es recht performant. Man darf aber nicht vergessen, dass es hier kein 700-Euro-Telefon ist, sondern ein 70-Euro-Telefon. Preislich, es läuft gut, ja, davon abgesehen. Aber zum Beispiel bekommt man hier für 10 Euro mehr schon das Elephone C1X, was ich jetzt direkt im Anschluss unboxen werde. Habe ich aber noch nicht. Deshalb will ich jetzt nicht so viel sagen, aber das finde ich irgendwo ist eigentlich ein bisschen besseres Angebot. Klar, wer mit Ligu jetzt die guten Erfahrungen gemacht hat, der soll natürlich auch dann sich auch dafür entscheiden dürfen. Das C1X kostet mich gerade mal, hab ich gerade gesagt, nur 10 Euro mehr, hat aber eben Metallbody und auch ein bisschen bessere technische Daten. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, aber ich glaube 2 Gig RAM und den 6737, der auch LTE mitbringt. Der 6580 bringt kein LTE mit. Ich bin mit dem Ligu auf jeden Fall zufrieden. Ihr habt jetzt alles gesehen, es funktioniert alles. Es ist auch recht zuverlässig und mit Recht meine ich, es ist zuverlässig. Es sieht echt gut aus, hat hier den mechanischen Home-Button, ja, den haben wir ja zum Beispiel bei den C1X nicht und haben auch den Fingerabdruckscanner unter den mechanischen Home-Button. Bei den C1X, habt ihr gerade gesehen, ist er auf der Rückseite und wir haben hier zwar ein Gehäuse aus Plastik, hier eben aus Metall, macht aber optisch keinen großen Unterschied. Das Ligu ist schon ganz hübsch designt, es ist ziemlich gut verarbeitet, liegt auch gut in der Hand und ich war mit dem Gerät im Alltag, ich mache dafür, dass es 70 Euro kostet, echt voll zufrieden gewesen. Könnte auch locker mein Daily Driver sein. Daher passt das schon. Aber wer wirklich versucht, hier das Maximale rauszuholen, der kann auch durchaus warten noch bis auf das Review oder zumindest auf das Unboxing. Da machen wir auch eine kleine Kurzvorstellung. Von den C1X-Alternativen gibt es auf jeden Fall, aber das, wie gesagt, kostet auch 80 Euro. Fein, fein, fein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hat euch dieses Review gefallen, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Halt zum Unboxing vom Elephone C1X. Und ja, das Yumi Crystal, das wird dann morgen kommen. Werde ich so schnell wie möglich auspacken, keine Sorge. Ich weiß, dass da viele scharf drauf sind. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.